Servus Clubfans und herzlich willkommen zu diesem Stadion-Vlog hier auf YouTube, auf ClubTV. Wir bei ClubTV haben uns gedacht, dass wir euch mal einen kleinen Blick hinter den Kulissen geben wollten bei so einem Spieltag, und heute ist der Spieltag gegen den SVW in Wiesbaden. Das Ganze mache ich aber nicht alleine, sondern ich hole mir einen Spieler noch an, der verletzt ist, dort nicht im Kader ist, und zwar den Florian Flick, und den hole ich jetzt mal ab. Flo, du bist ja heute verletzt, bist doch nicht im Kader. Hast du heute in der Früh trainiert? Ja, heute war nicht so viel angestanden. Wir haben heute vor allem Beinkrafttraining gemacht und danach ein bisschen Oberkörper. Ich bin am Mittwoch ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Und, Rückstand, Trainingsrückstand. Trainingsrückstand kann man sagen, okay. Genau. Aber ich habe keine Probleme mehr am Fuß. Fühlt sich alles soweit normal an. Ja, und ich denke mal, allerspätestens nach der Länderspielpause. Und du hast jetzt auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel, ne? Wie ist das, das Gefühl, da hinten hier aus dem Spielertunnel rauszulaufen? Es ist auf jeden Fall noch was Besonderes. Aber so aufgeregt wie bei meinen ersten ein, zwei Spielen bin ich natürlich nicht mehr. Kommt schon ein bisschen Routine rein. Aber trotzdem ist es immer wieder was Besonderes. Dann nach dem Abschluss, sag ich mal, von der Trainingswoche freut man sich dann einfach auch im Stadion zu spielen vor den Fans. Was war so die krasseste Stimmung, die du so erlebt hast jetzt auf Schalke oder hier? Was auf jeden Fall sehr krass war, war natürlich beim Aufstiegsspiel gegen St. Pauli auf Schalke. 3-2 gewonnen, ne? Genau, 3-2 gewonnen nach 2-0 Rückstand. Und sonst natürlich auch das Spiel hier die Woche drauf. Schalke-Nürnberg oder Nürnberg-Schalke, wo das ganze Stadion dann voll war. Mit der Fanfreundschaft war auch was Besonderes. Ja. Oder natürlich auch das Revierderby in Dortmund. Und wie lange dauert so ein Arbeitstag am Spieltag eigentlich? Mhm. Also wir treffen uns meistens so kurz nach 10 am Trainingsgelände. Okay. Dann gibt es da was zu essen. Mhm. Auch schon warm, also Nudeln, ein bisschen Hähnchen, je nachdem, was man halt will. Dann gibt es noch mal so ein bisschen Freizeit, einen kleinen Spaziergang, so gegen 11 Uhr. Zwischen 2 Stunden und 1,5 Stunden vom Spiel ist dann die abschließende Spielbesprechung. Okay. Und dann geht es mit dem Bus rüber ins Stadion. So, jetzt haben wir noch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde zum Spiel ungefähr. Was ist dein Tipp? Wer macht die Tore? Ich bin ein Defensivspieler, deswegen spiele ich gern zu Null. Ja. Würde ich sagen, 2-0 für den Club. Wäre auch mein Tipp gewesen, ja. Dann würde ich sagen, weil Standards ja auch immer ein Thema ist, machen wir heute ein Kopfballtor. Ja. Sage ich Amo. Welche Minute? Wir wollen das alles ganz genau wissen. Alles ganz genau wissen. Den Spielverlauf, alles. Dann sage ich, Amo macht's Tor in der 24. Minute. Okay, 24. Und dann bleibt es ein enges Spiel, weil in Wiesbaden darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Nach dem Start sage ich, bleibt es ein enges Spiel, und dann gibt es einen Konter in der 86. Minute. Okay. Und mit Wechsel alles einkalkulieren, da trifft Schleimi in der 86. Minute. Dann sehen wir uns in Halbzeit, musst du da nochmal deine Halbzeitanalyse abgeben. So machen wir's. Und was ist jetzt noch dein Plan? Du hast jetzt noch 3-4 Stunden zum Spiel. Du chillst jetzt noch oben. Isst ja, was? Genau, ich gehe jetzt was essen. Ich sehe ja noch die anderen Spieler, die angeschlagen sind und nicht dabei sind. Und dann freuen wir uns, wenn es dann bald losgeht. Wunderbar, dann sag noch, bis später. Bis später. Ich habe eines mal vergessen. Ich schneide wahrscheinlich gleich Spielszenen jetzt rein. Welche Hintergrundmusik liegen da unten drunter? Kannst du dir aussuchen? Country, Western, Rap? Ja, Western. Ja. Sag mir mal, was du bei Rap, was bei du Rap? Da rausfindest. American Rap oder Deutsche? Überrasch mich. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. Ooh. I'ma keep winning, winning. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' meet 100 men, 100 scopes, 100 cans. Just for you to watch what I'm doing under the sun again. God give a gift, MC's doing the running man. If you want me to get it pop, it may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in demand. The throne is mine, take them. It ain't a high five, got the upper hand. I'm too real, can't fake them. Flo, kurzes Halbzeitfazit, was sagst du, wilde erste Halbzeit, oder? Ich würde sagen, noch ein bisschen eine wilde erste Halbzeit mit vielen Karten. Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen, die ersten 10 Minuten bis zur roten Karte. Dann hat Wiesbaden ein bisschen über Wasser bekommen, aber auch ohne groß gefährlich zu werden. Finde ich, haben wir auch dann gut wegverteidigt, außer ich glaube ein Standard, der an die Latte geht. Dann für uns war jetzt die gelb-rote Karte kurz vor der Halbzeit auch nochmal gut, dass es jetzt 10 gegen 10 in die zweite Halbzeit geht.
Ja, deine Tipps mit Amo in der 24-Minute 1-0, der geht jetzt nicht mehr auf. Der geht nicht mehr auf. Du hast jetzt eine neue Chance, nochmal den Schnipper auf eine neue zu tippen in der zweiten Halbzeit. Also ich bleibe bei meinem Ergebnis, das ist ja nach wie vor möglich. Ja. Ich bleibe auch in der 86. Minute bei Schleimi. Okay. Du machst dich warm, ja? Schleimi macht sich warm. Ja, ich bleibe auch bei einem Standardtor. Vielleicht macht er dann Hübi, der für Amo reinkommt, dann sage ich, es ist ein halbes Tor von Amo. Also sagst du 2-0, halbes Tor von Amo und Hübi? Ja. Und Schleimi. Okay, wir sind gespannt, dann sehen wir uns am Spiel. Ne? So machen wir es. Und was kommt jetzt für Musik bei den Highlights, die jetzt reinschneiden? Nie wieder Rap? Nee, jetzt muss was anderes kommen. Was? Da steht was draußen. Was hast du vorhin vorgeschlagen? Western Country. mach mal Country. Okay, machen wir. Gut. Flo ist jetzt gerade noch bei der Mannschaft und ich bin jetzt im Pressekonferenzraum. Der schaut so aus. Hier, das ist er. Da rechts laufen noch die Spielzusammenfassungen. Hier kommt gerade zum Beispiel unser Spiel. Jetzt scheint Usun zu sehen. Und genau, da vorne nehmen dann die Trainer Platz und beantworten sämtliche Fragen der Journalisten. Und ansonsten war es das eigentlich schon von heute. Mal der Reihe nach. Wir haben am Anfang, glaube ich, von Taktik geprägt. Jeder hat in seinen Räumen und seine So, Clubfans, das war der Spieltagsvlog hier gegen Wien Wiesbaden. Wir haben am Ende ja 2-1 gewonnen, ihr wisst Bescheid. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt, wie es euch heute gefallen hat. Und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog oder beim nächsten Video. Die Clubcouch oder Club geprüft. Ciao!